Hallo, hier ist Frauke. Ah, heute möchte ich gerne über die multiplen Selbste sprechen. Was ist das? Und ich glaube, wir können diese multiplen Selbste ganz verschieden benennen. Das kommt immer darauf an, aus welchem Blickwinkel man das Ganze anschaut. Wir können sagen, alles ist Bewusstsein. Ohne Bewusstsein kann sich nichts manifestieren. Alles, was wir in dieser Realität wahrnehmen, hat im Hintergrund ein Bewusstsein. Jeder Baum, jede Pflanze, jedes Haus, alles, was wir wahrnehmen können, materiell, aber auch feinstofflich. Ja, der Mensch hat auch ein Bewusstsein. Und unser Bewusstsein als Persönlichkeit ist im Moment sehr limitiert auf eine bestimmte Frequenz. Ja, wir denken schon viel zu wissen, und je mehr wir erfahren, desto mehr wissen wir, ja, wir wissen eigentlich gar nichts. Wir befinden uns in einer ganz spannenden Zeit aktuell. Das heißt Wassermann-Zeitalter, aber auch Informationszeitalter. Informationen werden also Die drehen viel schneller um die Erde und kommen auch viel schneller zu uns. Und wir merken selbst auch, dass wir Informationen nicht nur durch die Ohren, durch die Augen, durch unsere äußeren Sinneswahrnehmungen wahrnehmen, sondern dass wir, und das ist vielleicht für einige neu, dass wir Informationen in großen Mengen downloaden können. Also wirklich mit unseren Zellen, die so sind wie der Körper. Der Körper selbst, jede Zelle selbst ist wie eine Mega-Antenne. Jede Zelle ist mit allen anderen Zellen und Teilen auf dieser Erde verbunden, direkt. Ja, das ist ein Bewusstsein, was auf einer anderen Frequenz ständig miteinander kommuniziert. Ja, da kommen wir in diese holistische Denkweise. Das wird aber alles in unserem Unterbewusstsein abgespeichert. Und nur das, was gerade aktuell ist in unserem Leben, kommt ins Tagesbewusstsein. Nun ist es aber so, dass wir, ja, die Zeiten verändern sich, und irgendwie hat man das Gefühl, so viele Dinge lösen sich auf, und ja, und man muss das irgendwie alleine bewältigen. Und für viele Menschen wird es immer mehr. Und selbst, also ich mache wirklich den Traumberuf, den ich mir vorstellen kann. Und ich bin auch heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, so, okay, das musst du noch machen und dies musst du noch tun. Und ich merkte so, wie meine Schultern, wie es da hinten irgendwie immer verspannter wurde. Und ich habe mir gedacht, nee, 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 so stehst du nicht auf. Das kann irgendwie nicht gut sein. Und da ist mir natürlich eingefallen, wir haben in der Zwei-Punkt-Methode ein Supermodul. Das heißt die multiplen Selbste, auf Französisch les soi multiples. Und ja, wie funktioniert dieses Modul? Das möchte ich euch jetzt vorstellen. Und am Ende lade ich euch auch ein, das gemeinsam mit mir zu machen. Also, Frauke wacht auf, ziemlich früh, 4:30, gut geschlafen, und die Räder fangen an zu drehen. Okay, du nimmst wahr, dass immer mehr sich in deinem Kopf sozusagen ansammelt und du unter Druck gerätst, ja, wenn es dir vielleicht auch mal so geht, und du eigentlich merkst, weil da ist jetzt schon so viel am Drehen, dass dich das überhaupt blockiert, um mit irgendwas anzufangen. Und um diese Situation geht es genau. Wie kann ich das sozusagen wieder abgeben, damit ich einfach nur im Hier und Jetzt das Erste, was anliegt, tun kann? Ich habe dafür dieses Modul der multiplen Selbste gewählt. Wie könnt ihr euch das vorstellen? Wir hören von Helfern um uns herum auf meinem Facebook-Kanal. Fantastisch Leben habe ich auch schon einige Videos von Christina von Dreien geteilt. Also es gibt verschiedene Namen für diese Möglichkeiten, Arbeit abzugeben oder Arbeit, die auf einen wartet, schon mal anfangen zu lassen. Und das können wir, also Christina nennt es die Läufer, ich nenne es die multiplen Selbste, weil es ist eigentlich immer alles ein Teil von uns. Ja? Wir haben ein Bewusstsein, das identifizieren wir sehr mit der Persönlichkeit, die da jetzt in diesem Körper steckt. Aber in unserem Zentrum wissen wir, da gibt es ein göttliches Atom.
Da gibt es eine göttliche Verbindung. Wir sind nicht nur diese Persönlichkeit, nein, wir sind eine Seele, die sich diese Persönlichkeit gewählt hat, um bestimmte Erfahrungen zu machen hier auf der Erde. Diese Seele hat vielleicht sogar noch andere Inkarnationen auf der Erde oder auf anderen Planeten oder im Universum. Also heutzutage wird wirklich täglich, werden wir aufgefordert, unser Bewusstsein zu erweitern, weil was, das gibt's auch, wie? Ich und nochmal in einer anderen Frequenz oder vielleicht sogar in der gleichen Frequenz. Vielleicht gibt es sogar, meine Seele hat noch einen Menschen inkarniert auf Erden, dem ich vielleicht irgendwann begegne oder auch nicht, dass ich dann selbst bin. Okay, da fängt unser Verstand an, wirklich am Rad zu drehen. Und doch habe ich das Gefühl, das geht genau in die Richtung. Wir können uns davor nicht verschließen, sondern wir können einfach schauen, annehmen, gucken, und selbst erfahren, darum geht es letztendlich. Ich muss nichts glauben, aber ich kann mir die Chance geben, etwas auszuprobieren. Und das habe ich heute Morgen gemacht. Ich habe mir also vorgestellt, für all die Aufgaben, die ich heute gerne bewältigen möchte, und es sind wirklich auch Aufgaben oder Wünsche, so zum Beispiel wie dieses Video drehen, die mir sehr am Herzen liegen und wo ich mir gesagt habe, nein, Frauke, du nimmst dir jetzt die Zeit und das ist das Allerwichtigste. Das, was an Erkenntnissen, an Möglichkeiten heute bewusst wird, auch weiterzugeben und zu teilen. So habe ich mir vorgestellt, dass ich Helfer habe oder Läufer oder multiple Selbste, die ich schon mal mit einer bestimmten Aufgabe betreuen kann. Ich habe also an eine Aufgabe gedacht und das werde ich euch auch gleich fragen. Das werden wir gleich zusammen auch mal mit einer Zwei-Punkt-Methode machen. Ich habe meinen ersten Helfer oder meine erste Helferin gebeten, eine bestimmte Aufgabe von heute zu übernehmen, schon mal die Informationen zu sammeln, schon mal die Türen zu öffnen, alles vorzubereiten. Man kann sich das vorstellen wie eine gute Sekretärin, die schon alle Zettel, alle Informationen, alles das, was man braucht, um diese spezifische Arbeit zu lösen, auf den Bürotisch legt und wenn du dann kommst und genau diese Arbeit machen willst, dann brauchst du nur noch checken, okay, das und dann trifft man eine Entscheidung und dann geht diese Arbeit wesentlich schneller und ohne Widerstand und irgendwie flüssiger von der Hand. Das habe ich gemacht mit den Aufgaben, die heute auf mich warten. Das waren dann also 7, 8, 9 heute Morgen. Ich bin also aufgewacht und ja, das war ein bisschen viel auf den Schultern. Und dann habe ich die abgegeben. Und noch ein. Und jedes Mal habe ich gesagt zu der Aufgabe, hilfreiche Ressourcen aktivieren. Also ich habe noch ordentlich sozusagen auch mitgewirkt, dass da diese Ressourcen oder diese Informationen, die entsprechenden Informationen auch mitkommen. Und auch wieder das Gleiche nochmal Blockaden transformieren. Also alles, was ich an Glaubensblockaden habe bezüglich dieser Helfer und dieser Möglichkeiten, die alle immer schon da sind, dass diese Glaubenssätze transformiert werden, wenn sie limitiert sind. Alles ist Bewusstsein. Und jede Lösung, jede Antwort ist potenziell da. Und es bedarf immer ein Bewusstsein, was diese aktiviert. Und dafür stehen uns eine Menge Helfer zur Verfügung. Man kann das Ganze auch... wenn man das in einer anderen Frequenz betrachtet und vielleicht auch aus einer anderen Perspektive, kann man auch das Bibelzitat nehmen, klopft an und es wird euch aufgetan, fragt und es wird euch gegeben. Letztendlich sind wir Mitschöpfer. Wenn man ein Bild nehmen will, dann kann man sagen, alles, das Ganze, Gott, es ist wirklich alles und es ist nicht nur das Gute, und nur das Himmlische, sondern es ist auch all das, was wir hier auf der Erde machen, auch mit unseren Schwächen und mit unseren Fehlern. Alles ist Gott. Und wir haben die freie Wahl gekriegt, hier auf der Erde unsere Erfahrung zu machen und das ist gut so. Und es gibt eigentlich immer nur ein Bewusstsein, unser Bewusstsein, was etwas beurteilt, ob etwas gut oder schlecht ist. Aber im absoluten Sinne ist da niemand dahinter, der sagt, das darfst du jetzt nicht leben oder das geht nicht, weil der freie Wille ist das höchste Gebot hier auf Erden. Und es ist ja aber auch limitiert in einem bestimmten Frequenzbereich. Es ist nicht absolut das, was wir hier erleben, sondern es ist für uns, in unserer Frequenz, auf unserer Erde, mit unserem Körper, ist das schon sehr reell, was wir erleben. Wenn wir mit unserem Bewusstsein auf ein anderes Niveau gehen,
Dann ist all das, was wir hier sehen und anfassen können, leerer Raum. Ja, das sind im gröbsten Fall sind das sich bewegende Photonen gegensätzlich, also ein elektrisches Feld, was eigentlich nur funktionieren kann, weil es sowas wie Vortex gibt, sowas wie Gegenbewegung. Also es sind eigentlich Widerstände, so wie zwei Magneten, die sich voneinander abstoßen. Genau das ist das Gleiche, wenn wir den Eindruck von Materie haben. Wir können das nur so erleben, weil wir eben diese bestimmte Gedankenfrequenz haben. Aber gut, das geht zu weit. Eigentlich wollte ich euch einladen, mit mir dieses Modul zu machen, die multiplen Selbste zu aktivieren. Wenn ihr mögt, könnt ihr an eine Aufgabe denken, an ein Projekt oder an etwas Einfaches, wo ihr vielleicht auch Widerstand fühlt, sowas wie Buchführung oder Hausarbeit machen. Kann super viel Spaß machen. Denkt mal an etwas, was ihr heute, oder vielleicht an mehrere Sachen, die ihr gerne heute erledigen möchtet oder in der nahen Zukunft. Die werden wir gleich einzeln aktivieren und dann werdet ihr eure eigenen Helfer bitten, für euch diesen Aufgabenbereich schon mal vorzuarbeiten. Ja, dann bedankt ihr euch und dann geht dieser Teil von eurem Bewusstsein sozusagen über in ein Wesen oder in einen Helfer, der sich dann drum kümmert. Letztendlich wirst du da rangehen und es auch selbst ausführen, aber es ist schon vorbereitet und du hast nicht mehr dieses Gefühl von, oh, ich muss so viel tun. Okay, dann bitte ich euch, so wie das bei der Zwei-Punkt-Methode immer üblich ist, beide Hände gleichzeitig zu spüren. Ja. Einfach nur die Hände spüren. Wenn wir unser Bewusstsein an mindestens zwei Orte gleichzeitig halten, dann öffnen wir den Quantenraum, den Raum der Varianten. Dort ist alles drin. Alles, was es jemals gegeben hat, alles, was aktuell da ist und alles, was es in Zukunft geben wird. Denn auf der höchsten Ebene, auf dem höchsten Dimension ist alles schon da, ist alles realisiert. Es braucht bloß immer ein Bewusstsein hier auf Erden oder im Universum, welches das zur Wirklichkeit werden lässt. Spürt eure beiden Hände. Seid ihr schon Multiple? Ihr seid hier anwesend und ihr seid hier anwesend. Ja, könnt ihr die Augen ruhig geöffnet lassen, das gibt so einen defokussierten Blick. Und mit eurem dritten Wahrnehmungspunkt gebt ihr in euer Herzfeld. Und am besten dort, wo ihr Freude und Dankbarkeit spürt. Neugierde. So wie Kinder, so etwas neu entdecken. Weil das ist echt neu, so. Das sind wir nicht gewohnt, das haben wir auch nicht in der Schule gelernt. Stellt euch ein Dreieck vor, wie es Verbindung gibt von der einen zur anderen Hand, von der Hand zum Herzen, vom Herzen zur Hand. Und das ist dieses Gefühl oder diesen Seinszustand, den ihr jetzt einnimmt, das ist schon das Öffnen des Quantenfeldes. Und wenn ihr jetzt mit eurem Herzen, wenn ihr es schafft, dieses Wow, diese Freude und Dankbarkeit, dass ihr Mitschöpfer seid, dass dieses Großartige möglich ist, wenn das in eurem Herzen aktiviert wird, dann garantiere ich euch, dass es funktioniert. Jetzt stellt ihr euch vor, dass es sowas wie Zwillinge von euch gibt. Diese Zwillinge könnt ihr vor euch sehen und ihr denkt jetzt an eine bestimmte Aufgabe, die ihr euch vorgenommen habt für heute oder für die nächsten Tage. Die euch, ja, die ihr einfach gerne gut gelöst und gut getan haben wollt. Und wenn ihr an diese Aufgabe denkt, dann gebt jetzt ganz bewusst diese Aufgabe an einen Helfer weiter. An ein multiples Selbst von euch selbst, von euch. Es ist so wie, ihr gebt jemandem einen Auftrag, bedankt euch, danke. Ja, und dieses Wesen, dieser Teil von eurem Bewusstsein, wird jetzt losgehen und genau das vorbereiten. Und ihr könnt an eine zweite Aufgabe denken.
das, was ihr verwirklichen möchtet oder wofür ihr eine Lösung braucht. Und auch dieses Thema übergibt ihr dem nächsten Helfer mit der Bitte, die Dinge für euch vorzubereiten, alle optimalen Varianten ausfindig zu machen und auch mit Informationen zurückzukommen, damit ihr in dem Moment, wo ihr euch dann an die Arbeit macht, ja, eigentlich nur noch die optimalen Informationen zusammenfügt, Entscheidungen trefft und es ausführt. Jetzt könnt ihr noch einen dritten Helfer bitten, loszulaufen. Ja, Christina nennt das Läufer. Und ihr bedankt euch. Ein großer Wunsch war heute, dieses Video zu machen für mich. Und es klappt. Und jetzt habe ich ja heute Morgen, als ich, wie gesagt, mir diese Sachen da wieder von den Schultern genommen habe, habe ich dann auch noch gemacht, hilfreiche Ressourcen integrieren. Das heißt, alles, was für diese Aufgaben und für diese Bewältigung und Vorbereitung nötig ist, hilfreiche Ressourcen aktivieren. Und ja, das Modul, was auch immer dazu gehört. Blockaden transformieren. Ja, wenn ich an irgendwas noch nicht glaube oder irgendwelche alten Programme habe, dann dürfen die sich jetzt löschen, damit für neue Programme Platz wird oder eben auch Glaubenssätze transformieren. Es gibt so viel, was wir entdecken können im Quantenraum. Es ist so anders, wie wir in Zukunft unser Leben gestalten werden, wie wir selbst unser Leben mitbestimmen. Und es macht so viel Spaß. Und am meisten Spaß macht es in der Gruppe. Ja? Und auch Blockaden transformieren. Danke. Jo, das für heute. Ich hoffe, dass ich es jetzt auch hinkriege, auch regelmäßig Videos zu machen, weil es macht mir so viel Spaß und ich freue mich über euer Feedback unter diesem Video. Und ja, vielleicht. Vielleicht sehen wir uns ja auf der Heldenreise. Wir haben ein 6-Tage-Seminar im November 2018. Und in Österreich, nahe Salzburg. Und da könnt ihr die Heldenreise, die wir alle dabei sind zu leben, ja, nochmal auf Quantenniveau erfahren. Und auch so diese Reise in allen Etappen schon einmal durchleben und gleichzeitig aktivieren und vorbereiten und auch verstehen. Verstehen, warum das Leben im Moment so ist, wie es ist. Mit sehr vielen Herausforderungen. Alle werden im Moment aufgefordert, auf eigenen Füßen zu stehen. Man kann sich kaum noch irgendwo festhalten. Aber das Gute ist ja auch, wir haben ja auch alles in uns. Und darum geht es, dass wir immer mehr diese Quelle in uns aufmachen. Die Helfer, die Lichthelfer, die ja, im Grunde genommen diese Kraftlinienstruktur des Lichtes, dass wir da reingehen, dass wir mit allem verbunden sind und zwar im Herzen, mit unserem Bewusstsein und dass wir für uns alle ein Leben schaffen, eine Welt schaffen, wo wir wachsen können in Liebe, in Frieden und in Miteinander. Bis zum nächsten Mal. Ciao.